Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Craftopia. In der letzten Folge hat man uns ja schon mal ein paar neue Welten angeschaut, wo wir dann als nächstes hinmachen. So, jetzt bin ich nicht oben. Und ich will eigentlich runter hier und nicht, dass du dann irgendwo hin abhaust. So. Gut. Ich habe auch den Verdacht, dass man diese Gefährte mit dem Teil wieder einsammeln kann. So, genau. Wir hatten uns jetzt mal die Welten angeschaut und uns auch schon eine rausgesucht, wo wir uns wahrscheinlich niederlassen werden. Die Sache ist die, ich würde gerne, bevor wir hier unsere Sachen packen. Okay. Nee. Kann man anscheinend nicht mehr einsammeln. Also einmal ausgepackt sind die draußen und dann ist aber auch gut. So gesehen. Ich muss jetzt hier nochmal. Nee. Sehen schon, was passiert, dass es Hoverboard-Schaden kriegt. Aber es bewegt sich nicht, das ist schon mal gut. Ich würde gerne die zwei Dungeons erkunden. Und eigentlich wäre mir da eine Rüstung lieb. Und jetzt habe ich gesehen, ins Internet, dass man mit dem da. Genau, mit dem. Rüstung herstellen kann. Weil es ist ein bisschen schräge Sache. Mit dem Loom können wir ja nichts herstellen. Das geht ja nicht. Weil da irgendwelche Rezepte angeblich fehlen. Oder ich nicht kann. Aber wenn man das in das in den Assembler zusammencraftet, weil da muss irgendwie das rein, dann muss der, ich glaube, der Alchemiestand rein, eine Werkbank muss rein, eine Schmelze oder irgendwas muss rein, die genau, Blacksmith muss mit rein. Und da kann man dann aber wiederum mit den nötigen Zutaten eine Rüstung craften. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall einmal Geld machen und hier ein bisschen was craften. So. Steel Ingots. Steel Ingots brauchten 5 Iron Ingots. 5 Iron Ingots. Wir brauchen 20, das heißt mal 5. Wir brauchen 100 Eisenbarren. Und für die braucht man 2 Eisen. Das heißt, da brauchen wir auch nochmal 20, das heißt 120 Eisenbarren. Für die braucht man bloß Holz und dann braucht man noch 10 Fischfilets. Ja. Also die kommen mit einem Schwung raus. Ich glaube, ich nehme mich mal hierher. Da könnt ihr da hinten gegen. Die kommen mit einem Schwung raus, dass es nicht mehr schön ist, ne? Okay, das war nix. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das heißt, wir sind jetzt aus 3 Fische, haben wir jetzt 4 Fische rausbekommen. Und wie
Ist aber etwas. Mal kurz schauen, ob wir uns eine. Ja, eine Chest können wir uns gerade so herstellen. Da würde ich gerne etwas auslagern. 5. Stellen wir uns da hin. Ja, gut, viel Platz ist da jetzt nicht. Das behalten. Yellow Herb. Menschliche Kacke. Naja. Okay. Dann schnappen wir uns das Hoverboard und fahren mal runter an die Küste und gehen da noch eine Runde angeln. Ich hab schon wieder Hunger. Ernsthaft? Das kann weg mal. 30, 40. Achso, ich kann es direkt rausjusen. Okay. Das ist natürlich auch gut. No. Hallo. Ich finde die Mono süß, die winken. Das ist so klasse. Wenn du zu nahe kommst, dann greifen sie dich an. Da haben wir doch Fischis. Pitz. Los ins Wasser. Nicht ins Wasser. Braves Hoverboard. So. Löschen Fischis. Aha. Das war zu schnell. Und zack. War aber wieder ein Fisch. Plus 3 Fische diesmal. Schade, schade. Und schauen wir mal dahinter. Kann man eigentlich diese Fässer kaputt machen? Bleibst du da? Machst du Sitz? Hallo? Ja. Ich merke schon, dass der Schaden kriegt. Ich würde es eigentlich noch gerne etwas länger behalten wollen. So ist es fein. Nehmen wir mal die Axt und schauen mal, ob man da was bekommt. Salz. Okay. Mach mal Salz. Pfeffer. Okay. Nehme ich. Ich nehme auch nichts. Pfeffer. Pfeffer. Und Kochöl. Oh, das ist ein Chest. Kochöl und Wein. Also, wie heißt. Oh, ich komme nicht drauf. Essig. Hitze. Ah, das Schaf. Ich bräuchte eigentlich mal deine Wolle, ne? Guck mal hier. Hopp. Ja, für die Klamotten brauchen wir nämlich dann später Wolle. Noch irgendwo ein Mäh. 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 Ist eigentlich schon hirntot, aber du trotzdem noch Mäh machen. Ja, du mich auch. Das ist noch ein Schaf. Aber das wisst ihr, was nicht gut. Hätte man sich schenken können. Hi. Level 9. Haben sich die Schafe doch gleich direkt ausgezahlt. Und Fisch.
Das war jetzt ein Scam, oder? Ich werde hier gescammt. Ein Fisch. Und eine Krabbe. Hi. Ja. Potato Seed. Schwammerl nehmen wir noch mit. Das ist eh schon gestern. Schwammerl. So, das sind nochmal Fische. Und eine Mupfel. Oh. Was ist das? Arowana. Ein seltener Fisch. Oh, das ist aber auch ein großer. Amberjack. Bass. Wir brauchen Bass. Wie viele Fische haben wir? Black Bass, da haben wir 3. Da haben wir 2. Da haben wir 5. Salomon, da haben wir einen. Life Damage 10. Ja. Excuse me. Achso, da hinten. Da hinten leuchtet's. Ich wollte schon fragen, liebe Leute. Die Fässer können wir später immer noch holen. Die laufen uns nicht weg. Da sind noch Fische. Und Muscheln. Schwupp. Die ist echt wieder so großer. Long Tooth Crew, okay. Das war nix. Das war nix. Nur reiner Scam. So, haben wir hier hinten noch Fische. Fischi. Nein! Ich kann damit über Wasser. Langsam, aber es geht. Bleibst du da? Ja. Fischi. Sag mal. Nochmal so eine. Ich glaube, unser Hoverboard ist explodiert. Jo, und ein Fisch, Rot ist Pokey. Legendary. What the heck? Oh, klasse. Jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir so ein winzerschweines Problem. Ah, die kann ich schnapulieren. Dann ist wenigstens weggeschmissen. So. Dann müssen wir zurücklaufen. Leider. Schieb. Ach, deck da doch nicht so rum.
Hallo, Schabe. Ach, wie gekonnt das vorbei war. Hui. Ich finde das lustig, wie die fliegen. Jetzt. Das ist Arbeitsverweigerung. So. Zack. Geht doch. Hallo, Mono. Ich möchte mir sowas als Haustier halten. Apropos Loom, der Loom ist irgendwie umgekippt. So, jetzt gab es hier irgendwo eine Filetiermaschine. Ich hoffe, die haben wir schon. Ja, kann man sogar herstellen. Gut. Filetier. Kommt die, nehmen wir immer auf die 6, dann, wenn ich mit da hier. Yo! Filetofisch. Das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Dann brauchen wir 10 Stück davon. Ich glaube, es ist gar nicht mal falsch, wenn man die restlichen A noch mitverarbeitet. Achso, ich kann es nicht aufnehmen. Hallo Lagerfeuer. Brenn. Brenn für mich, mein Freund. Alter, was ist mit dem Arm kaputt? Ist er wie Gummi? Was kommt da raus? Luxury Filet. Oh, die feinen. Luxusfilet. Man muss können. Oh, das schaut lustig aus. Irgendwie seltsam. Was kommt da raus? Ein Filet auf Fisch. Ah ja. Was haben wir da? Da wird mir jeweils 2 rauskriegen, also 4. Ich bin mal gespannt. Vier Stück? Na, muss los, Bär. Geh's mit in deine Ecke, das ist fein. So ist es richtig. So ist es richtig, Bär. Gut. Wie viel Filetfische haben wir jetzt eigentlich? 18. Und die sind jetzt gleich wieder aufgeteilt. Raw Legendary. Ach, okay. Raw Legendary. Okay. Raw und Raw Fresh. Okay. Gut, dann haben wir das schon mal. Fische haben wir. Ich muss grad mal kicken, wenn man jetzt so verkauft. Was ist da ein als Wert auf 200? 2000.
Und das? 1500. Das machen wir doch. Und so viel wert ist? Hallo? Wir brauchen eh noch massig, an Knete. Ach, den letzten, der wir vielleicht nicht wegschmeißen sollen. Eine vorarbeiten sollen. Der bestimmt einiges höher gewesen, aber. Oh, obwohl hier Attack, Movement Speed, Attack Speed, Restore Life, Restore Mana, Restore, okay. Gekauft, irgendwas verkaufen. Nee. So. 5,5. Und was braucht man? Ich glaube, 10 braucht man, ne? Jupp. Wir sollen lernen, wie gefährlich rohes Fleisch ist und deswegen sollen wir welches Essen steht. Nö. Nicht mit mir. Vier typische. Okay. Oh, da brauchen wir Eisen. Okay. Das heißt auf jeden Fall mal in der nächsten Folge Rico Bros Eisenfarm. Dann machen wir hier noch etwas Fisch. Also das Ziel ist es auf jeden Fall, ins nächste Zeitalter zu kommen, um den Assembler zu bauen, um uns damit Rüstung zu machen. Und sobald wir Rüstung haben, gehen wir in die Instanzen in die zwei. Weil laut Maps sind das auch zwei getrennte, weil das hier ist Gold und das andere ist eher blau. Also scheint das zwei verschiedene Instanzen zu sein. Und nicht irgendwie da Eingang und da ist der Ausgang oder andersrum. Und ich nehme immer noch Escape zum Beenden der Karte. So. Was kommt da noch raus? Oh, nochmal. Okay. So. Wieso hört sich das so komisch an, wenn man den Loom oder die Chest wirft? Das hört sich so matschig an. Okay. Dann machen wir uns noch schnell eine Truhe. Und die Truhe, die wir dann gemacht haben, stellen wir hierher. Wenn es denn geht. Ja. Denn da kommen jetzt okay. Was war die Hälfte? Tick off. Control. Linksklick. So. Waren ja 10, ne? Genau. Das heißt, hier haben wir jetzt schon mal die 10 drinne. Da kommt auch noch das andere Zeug rein. Was wir so zusammen farmen. Da unten liegt ein Ei. Eieiei. Gut. Dann sind wir auf jeden Fall mal... Ich kenne das echt nicht ab, dass das so nach unten schaut. Je höher ich komme, umso weiter wird er trotzdem nach unten schauen, ne?
Dieser kleine Halotri. Ich frage mich ernsthaft, wo der hinschaut. Aber der schaut jetzt gerade darüber. Schaut er zu den Bonus? Also von den... Von der Blickrichtung her wird es passen. So wird aber tanzen dann Anubis, der mit inzwischen Warmis ausschaut. Der tanzt nicht mehr. Der läuft gegen den Zaun. Okay. Der hat echt irgendein Verhalten, Verhaltensstörungen. Ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, lasst gerne einen Kommentar oder ein Like da. Gerne auch beides. Würde mir sehr mit dem YouTube-Algorithmus helfen. Was mir auch sehr helfen würde, wäre ein Abo. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, so passt es auch kein weiteres Video von Craftopia. Da werden auch noch Guides kommen in nächster Zeit. Und dann bleibt mir eigentlich nur so zu sagen, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Jetzt. Tschüss.